So Leute, da sind wir wieder. Jetzt werden wir in die Krypta gehen und schauen uns mal an, was da drin los ist. Wir sollen das ja immer Ich noch als werde hier drin den Tod verkünden. Aufnahmeritual machen. Bei den Göttern, seht euch all die wandelnden Gebeine an. Wow. Schämen sich diese Elfen denn für gar nichts? Skelette, eine Menge Skelette, aber ich finde das hier auch sehr interessant. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir uns hier nicht vielleicht durch. Ach, wir kämpfen uns hier durch. Wozu haben wir denn hier, ne? Immer mal erst auf den Magier da hinten. Ein Pyromant. Die können mir sogar gefährlich werden. Ich habe schon so manches Mal von einem Pyromanten richtig einen auf den Sack gekriegt, weil Feuer tut mir doch noch sehr weh. Aber hier diese Skelett-Champions sind Kinderkram. Gerade wenn wir hier noch so einen kleinen Partner am Start haben. Das ist schon wirklich super. Okay, dann lasst mal weiterschauen. Skelett-Champion, Skelett-Schurke. Schön auf Entfernung wegnatzen, die Jungs. Und der NPC, der mich begleitet, hilft da natürlich immer gut. Ja. Also, ich weiß nicht, wie euch Folge 3 gefallen hat, wegen dem Ton jetzt, weil ich starte hier heute eine längere Aufnahmesession, weil ich habe mir vorgenommen, wenn ich das Let's Play mache, werde ich es generell am Wochenende aufnehmen, weil ich zocke am Wochenende eh und in der Woche dann halt nicht. Ich werde mir in der Woche eure Commentaries dann durchlesen und natürlich für euch beantworten. Und Tipps und Hilfen und all sowas nehme ich natürlich gerne an. Was ist jetzt los? Das war, glaube ich, ein kleiner Lag. Und naja, wie gesagt, schreibt mir einfach immer in die Kommentare, wie euch das hier gefällt. Wenn ihr Tipps habt, dann immer her damit, weil auch ich bin nicht allwissend. Und ja, ich hoffe, dass wir eine kleine, nette Community hier noch zusammenkriegen werden auf meinem Kanal. Und ja, vertragt euch auf jeden Fall, Leute, ne? Ich bin einer, der keine Flamerei oder sowas hier sehen möchte. Weil es geht hier um den Spaß. Und den Spaß, den werde ich hier auf jeden Fall mit euch haben. Okay, zurück hier. Jetzt schleichen wir hier mal ein bisschen. Wir müssen tatsächlich überall lang. Aber es heißt ja nicht, doch, das heißt, dass wir da lang müssen. Okay. Schleich, schleich, schleich. Wollen wir was mit dreien aufnehmen? Ach klar, wir sind doch hier kein Feigling. Obwohl der eine verzieht sich eh gerade. Wichtig, der Pyromant hier erstmal weg. Der macht mir sonst fies Feuer unterm Arsch. Wortspiel. Der hat uns doch gar nicht gesehen. Ich wundere mich schon, warum es nur zwei sind. Gut. Und wieder runter geduckt. Ja, ich sage euch, als Schurke zu schleichen, das hat schon so manchen Vorteil. Jetzt können wir uns um die Jungs kümmern. Aber jetzt machen wir es mal auf die Art und Weise. Ja, auch das funzt langsam gut. Da brauche ich mir langsam auch keine Sorgen mehr machen, wenn ich jetzt Level 50 auch bei meinen zwei Einhandwaffen habe, dann ist das alles kein Problem. Sind wir hier richtig? Schaut mal, hier geht eine Treppe hoch. Okay. Das Palastheiligtum. Na gut, dann gehen wir mal rein. Ah ja, hier hat es eine Schlacht gegeben. Einige tote Elfen, wie mir scheint. Okay, wen haben wir hier? Wirsir Ayekta. Hui, diese Namen. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ihr kommt zu spät, Samir. Euer Vater ist tot. Schlimmer noch, ein elfischer Nekromant hat euren Vater in eine Abscheulichkeit verwandelt. Oh mein Gott, was meint ihr? Der Nekromant hat euren Vater erst erschlagen und dann seinen Leichnam wiedererweckt. Es ist das Grauenhafteste, was ich jemals gesehen habe. Er ist verloren. Es gibt nichts, was wir noch für ihn tun könnten. Wo ist er? Wo ist der Im Nekromant? Thronsaal. Aber Samer, ihr dürft dort nicht hineingehen. Ihr würdet euren eigenen Vater niederstrecken müssen. So düster die Geschehnisse auch sein mögen, unsere Gesetze sind und bleiben heilig. Euer Vater ist ein geehrter Toter.
Wenn ihr seine sterblichen Überreste verletzt, dann entehrt ihr euch selbst. Ihr wollt also, dass wir einfach fliehen? Ja, ihr habt keine andere Wahl. Ich weiß, dass euer Vater nicht wollen würde, dass wir unsere neue Heimat verlassen. Doch dies hätte er niemals vorhersehen können. Er würde uns niemals dieses heilige Gesetz brechen lassen. Ihr dürft über eine solche Sache nicht einmal nachdenken. Puh, ich werde darüber nachdenken müssen. Wir sollten das besprechen, Samir. Komm mit. Tja, was machen wir? Rächen wir unseren Vater oder fliehen wir einfach? Aber ich würde sagen, wir erlösen ihn, oder? Mal gucken, was er uns hier für Antworten hat. Das Schicksal hat uns ein grausames Los beschert, mein Bruder. Ich bin ganz deiner Meinung. Vater hätte nicht gewollt, dass wir aus unserer Heimat fliehen. Aber entehren wir uns damit? Ihn zu töten würde Verbannung bedeuten. Aber ich bin bereit, es zu tun, wenn du es befiehlst. Puh, warum sollte ich dir das befehlen? Weil es klar ist, dass einer von uns beiden dieses Opfer bringen muss. Du wirst der nächste König werden. Wenn du unseren Vater niederstreckst, wirfst du all das einfach weg. Für mich steht nicht so viel auf dem Spiel. Gib mir nur den Befehl und ich werde es tun, Bruder. Ich werde mich selber opfern. Nein, ich werde ihn niederstrecken. Es ist meine Pflicht. Nein, nein, bitte. Ich flehe dich an, deine Entscheidung noch einmal zu überdenken, Samir. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dich im Exil zu sehen. Was soll ich jetzt bloß tun? Ich bin nicht aus demselben Holz geschnitzt wie du und Vater. Aus mir sollte kein König werden. Ich habe mich entschieden. Sei unbesorgt, du wirst ein guter König werden. Ich werde mich um den Vater hier selbst kümmern. Ah, hier ist ein Geistmeister. Ist ja eigentlich nice hier. Schaut euch das an. Ja, da gehe ich wieder auf Bogen. Ich sehe schon wieder, ich habe noch einen Heiltrank am Start. Scheibenkleister. Okay, wünscht mir Glück, Leute. Natzen wir den Kerl. Mein Sohn, du hast mich enttäuscht. Wir lassen erstmal den Vater beiseite. Und kümmern uns um diesen Geistheiler-Fuzzi. Der ist, glaube ich, um einiges wichtiger, weil der hat ihn unter Kontrolle. So, der ist schon mal weg. Ah, seht ihr? Ich habe beide erledigt. Aber nice, trotzdem nice hier. Was hat er hier noch? Ein bisschen Gold. Oh, er sieht aber auch nicht sehr gesund aus. Okay. Also, ich habe ihn erledigt. Das heißt, wir müssen ins Exil gehen. Ob das jetzt natürlich richtig war für unsere Aufnahmeprüfung, werden wir sehen. Schauen wir mal. So, sprecht mit dem Visier, sprecht mit Prinz Hakmir. Wo sind sie denn? Hier unten. Ich spreche erstmal mit dem Bruder. Es ist also vollbracht? Ich hätte nie solchen Mut gehabt. In meinen Augen machen dich deine Taten zum Helden. Ich habe nur getan, was richtig war. Nein, du verdienst es, für deine Taten geehrt zu werden. Doch der Visier sagt, dass du stattdessen verbannt werden musst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist schon in Ordnung, Bruder. Ich nehme das Urteil an. Dein Heldenmut, deine Demut. Du solltest König sein, nicht ich. Es tut mir leid. Ich schätze, ich muss aufhören, mich wie ein Kind zu benehmen und mich meiner Verantwortung stellen. Aber was auch immer geschehen mag, dein Opfer wird niemals vergessen werden. Ich liebe dich, mein Bruder. Ich liebe dich auch, Hakmir, und es ist alles in bester Ordnung. Wahre Ehre braucht keine Worte. Uiuiui, okay. Warum, Samir? Warum? Ihr habt mit der heiligsten Tradition des Königreichs gebrochen. Ein solcher Frevel kann durch nichts entschuldigt werden. Das Gesetz ist eindeutig, Samir. Verbannung. Ihr müsst dieses Land verlassen und dürft niemals mehr zurückkehren. Harte Worte, aber ich nehme das Urteil an. Gut. Dann haben wir nichts weiter zu besprechen. Lasst uns hoffen, dass euer Bruder lernt, auf meinen Rat zu hören und bessere Entscheidungen zu treffen, als ihr es getan habt. Er wird ein guter König werden. Beratet ihn gut. Tja, das heißt wohl Abschied nehmen. Nur ob es so richtig war, wir werden es sehen. Aber eigentlich haben wir es ja zum Willen des Volkes getan.
Also zum Guten, zum Gunsten des Volkes. Schauen wir mal, ob wir jetzt diese Abschlussprüfung beendet haben. Wüste. Und nichts los. Ah, okay, ich bin wieder Shalima. Perfekt. So, mal sehen. Oha, ich glaube, er ist tot. Ja, in der letzten Folge lag er schon im Sterben. Mal sehen, was Talia zu sagen hat. Willkommen zurück. Ihr wart länger weg, als ich erwartet hatte. Ich nehme an, ihr seid in den Fußstapfen von Prinz Samer von Iad gegangen und habt die Ereignisse miterlebt, die zu seinem Exil geführt haben. Ja, er war der erste Aschabat. Das war er. Ich hab's falsch ausgesprochen. Samer gründete in der Verbannung eine Familie und einen neuen Stamm. Sie streiften als Nomaden durch die Wüste und wurden als Aschabah bekannt. Hakmir wurde König und herrschte für viele Jahre in Frieden, bis er sich erneut den Nekromanten und Untoten stellen musste. Okay, was ist geschehen? Die Kolonie von Iad wäre untergegangen, aber Samer führte seinen Stamm gegen die Nekromanten und ihre Armee wandelnder Toter. Die Aschabah nahmen die Entehrung auf sich, gegen die Toten zu kämpfen, um das Königreich zu retten. So ist es seither immer gewesen. Ich Ihr verstehe. habt das erste Opfer miterlebt und ihr wisst nun, dass wahre Ehre keine Worte braucht. Ihr seid eine von uns. Ihr seid eine Ash'aba. Wir werden euch als unsere Schwester anerkennen und gemeinsam werden wir die heilige Pflicht unseres Stammes erfüllen. Dann ist mein Aufnahmeritual also abgeschlossen. Ja, die Worte sind gesprochen. Üblicherweise würde mein Vater nun eine kleine Zeremonie durchführen und die Worte sprechen. Aber sein Geist hat uns verlassen, während ihr ohnmächtig wart. Seine letzte Bitte war es, dass wir beide die verdorrte Hand vernichten. Also, wie gesagt, er ist gestorben. Ich habe es mir geahnt. Ja, die Quest haben wir beendet. Wir kriegen hier wieder ein neues Item, aber leider wieder schwere Rüstung. Die Haube der Ashabar. Schade, ich trage keine schwere Rüstung. Was mir sehr auffällt, ist, dass es hier wirklich sehr viel schwere Rüstung meist als Questbelohnung gibt. Also, entweder das oder leichte Rüstung. Leder, selten. Quest abschließen. Wir können nur wenig tun, um unseren Ash'abar-Brüdern hier zu helfen. Also sollten wir jetzt den Wunsch meines Vaters erfüllen. Wir sollten uns der Zerstörung der verdorrten Hand verschreiben. Sie hat meinen Vater getötet. Ich werde die Gelegenheit genießen, das wieder gut zu machen. Und wo fangen wir an? Es gibt einen Ort im Nordosten, eine heilige Stätte namens Tuvakas Thron. Es ist ein Ort der Stille und der Ehre. Viele, viele Helden wurden dort zur Ruhe gebettet. Ich mache mir Sorgen, was geschieht, falls die verdorrte Hand dort auftaucht. Okay, dann lasst uns zu Tuvakas Thron gehen. Ich muss dafür sorgen, dass die Gebeine meines Vaters geweiht werden. Alles andere wäre eine Respektlosigkeit. Zieht zu Tuvakas Thron weiter. Sucht nach einem Ash'abar namens Ramati. Ich kenne diese Sande gut. Ich werde euch schon rechtzeitig wieder einholen. Okay, dann werde ich zu Tuvakas Thron weiterziehen. Und da hinten ist schon wieder eine Quest. Oh, ich komme hier nicht durch. Nee. Sprecht mit Ramati. Aber wer ist hier? Masra? Okay, mal sehen, was er hat. Bleibt zurück, Wanderin. Ihr seid in unserem Lager willkommen, aber unser Häuptling empfängt keine Gäste. Okay, Wie so okay. viele unserer Krieger wurde auch er vergiftet. Nur seine Tochter darf seine Ruhe stören. König Faharajat schickt mich. Wir brauchen die Hilfe der Ashabar. Der König hat zu lange gewartet. So viele Krieger sind gestorben. Und Marimars Leben hängt am seidenen Faden. Wir werden dem Ruf des Königs folgen, so gut wir können. Doch ich fürchte, wir werden nur wenig ausrichten. Ihr solltet mit Talia sprechen, falls ihr das noch nicht getan habt. Habe ich schon, alles schon erledigt. Ja, das war die vorangegangene Quest, weswegen wir eigentlich erst hier auf diesem Weg hierher gekommen sind. Jetzt gucken wir mal. Die Quest, die Ashabar erheben sich. Sprecht mit Ramati Adgar. Har har, okay. Ramati, wir machen uns auf den Weg. Wir durchstreifen die Wüste. Sehr trist hier. Nicht mal großartig Materialien kann man hier irgendwie. Ich nehme mein Pferd. So, Pferdchen. Ja, Leute, was mir übrigens aufgefallen ist, gab es in der Beta auch nicht und in meiner Anfangsspielzeit nicht. Denke schon, dass es das gab, aber. Ihr levelt ja euer Pferd und desto höher es im Level ist, desto mehr Rüstungsteile kriegt es scheinbar. Also, weiß nicht, diese Kopfrüstung, die ist neu. Keine Ahnung.
Ich werde das Ganze mal beobachten. Ich denke mal, ihr werdet es auch in dem Let's Play durch Zufall mal erhaschen können. Wahrscheinlich rüstet sich das Pferd nach und nach mit höherem Level auf. Das finde ich cool. Also rein optisch auch nochmal eine Verbesserung. Gefällt mir. Wer hat die Ziege umgenutzt? Oder schläft die nur? Armes Viech, Mensch. Egal, weiter. Oh, scheinbar ein weiter Weg. Gott, wo muss ich denn lang? Wir nehmen mal die Düne hier. Aha. Chewbaccas Thron. Das hört sich gut an. Und hier ist noch eine Quest. Alle hüpf. Nehmen wir die Sie mal werden mit. dafür büßen, was Sie getan haben. Thronhüter Fahrwart. Bei Satakals Zornreisende. Wenn ihr nicht durch eine Armee Untoter warten wollt, dann geht nicht weiter. Diese Hunde, die verdorrte Hand. Sie haben Tuvakas Thron eingenommen. Und jetzt lassen sie die geweihten Toten auferstehen. Wie ist das überhaupt möglich? Liegt es daran, dass sie die Wehren der Anzei gestohlen haben? Die Wehren der Anzei? Gestohlen? Das ist unmöglich. Das undurchdringliche Gewölbe. Wie? Das erklärt allerdings, wie sie aus geweihten sterblichen Überresten Untote machen konnten. Und es erklärt auch, warum Tuvakas Groll derart groß ist. Er spricht zu mir. Er sagt, der Tempel müsse geläutert werden. Und zwar sofort. Und wie läutern wir ihn? Oh, Tuvaka wird die Läuterung vollziehen. Er ist ein bisschen aggro. Wir müssen ihm nur den Weg bereiten. Wenn ihr mir helft, die heiligen Feuerschalen zu entzünden, wird Tuvaka seinen Atem schicken, um die verdorrte Hand zu vernichten und die Toten wieder zurück in den Sand zu schicken. Okay, dann werde ich helfen, die Feuerschalen zu entzünden. Für jede Windrichtung gibt es eine Feuerschale. Entzündet die ersten drei und trefft mich an der westlichen Feuerschale. Diese werde ich entzünden. Dann werden wir die mittlere Feuerschale zusammen entzünden und bald sehen, wie Uwafa und seine verdorrte Hand zerstört werden. Okay. Ich sehe hier gerade, für alle, die sich hier überhaupt noch nicht auskennen, oben auf der Karte seht ihr diesen Totenkopf, der gekreuzt ist mit Schwertern. Das heißt, hier in der Welt ist wieder ein kleiner Boss. Das ist so ein... Ja, gibt's eigentlich auf jeder Karte hier Weltbosse. Oh shit, der ist natürlich da ganz unten. Soll ich da jetzt einfach mal hingehen? Ist immer so eine Sache, weil alleine könnt ihr den nicht besiegen. Das ist was für zwei, drei Spieler. Ich überlege, ob ich das jetzt gerade mal mache. Bevor wir die Quest hier weitermachen. Weil auch das nehme ich natürlich alles mit, denn der Fortschritt ist auch gut für mein Level dann. Den Fortschritt, den er hier macht. Oh, komme ich da gut runter? Wie hoch ist denn das? Alle hüpf. Ja, passt. So, schauen wir mal. Wenn ich Glück habe, ist ein anderer Spieler gerade zufällig hier. Ah, sieht aber nicht so aus. Oh. Coyote Ugly. Da. Stada. Ja, normalerweise, wenn jetzt noch ein anderer Gamer hier wäre, könnte man den mal angreifen. Aber das schaffe ich allein auf keinen Fall. Das ist nicht möglich. Die, was? Der niederen Kreis entdeckt. Okay. Ja, nee, da traue ich mich alleine sowieso nicht dran. Das wäre totaler Schwachsinn. Der natzt sich weg und dann war's das. Hier, wo ist denn hier der Schakal? Ich sag Kojote. Es ist ein Schakal. Nebenbei mal ein bisschen Viecher weghauen, weil ich brauche mal wieder ein bisschen Leder. Weil ich trage ja teilweise noch Veteran Rang 3 Lederrüstung. Und vielleicht kann ich mir da mal was Schickes zusammenbauen. Och, armes Viech. Aber er hätte mich angegriffen. So oder so. Was hat er dabei? Schwere Rüstung, schon wieder. Und Eisenlederfetzen. Okay, Eisenleder können wir immer gebrauchen. Ja. Da ist noch einer. Jagen, jagen, jagen. Das hat ja gar nicht so viel gezogen. Komm, komm, komm. Hier gibt es nur schwere Rüstung. Ist ja nicht normal.
Das ist aber auch eine Wüste hier. Sehr gut gemacht. Mir gefällt's. Ich habe schon in einigen Spielen Wüsten gesehen, aber das hier, das ist wirklich, das ist Wüste. Auch selbst so die Weitsicht, die ist echt eingeschränkt. Hier ist so ein kleiner Sandsturm im Gange. Also sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja, oben auf der Karte seht ihr noch eine Fackel und ein kristallartiges Gebilde. Auch hier für alle, die das noch nicht kennen, die Fackel, das ist ein kleines Solo-Verlies. Da könnt ihr rein. Und diese Kristalle, die, ja, die brauche ich halt, die sammle ich. Das sind, oh Gott, ich habe gerade den Namen vergessen. Ja, auf jeden Fall sammle ich die. Und wenn ihr davon jeweils 3 Stück zusammen habt, dann kriegt ihr noch einen Fertigkeitenpunkt dazu. Ja, und dann könnt ihr euch weiter aufrüsten. Okay, also, wir werden jetzt erstmal hier mit Ramati Adgar reden, weil das war ja eigentlich unsere erste Aufgabe hier. Sei gegrüßt. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich habe zu meiner Zeit schon ein, zwei Skelette getötet, aber das ist viel schlimmer. Wir brauchen noch mehr Ash'Abar. Ich gehöre zu eurem Stamm. Ich bin eine Aschabar. Ihr? Gesichter kann ich mir eigentlich gut merken, aber eures kenne ich nicht. Dann seid ihr uns wohl gerade erst beigetreten. Seid auf jeden Fall willkommen in unserem Stamm. Es ist gut, dass ihr hier seid. Immer gerne so Quest abschließen. Versteht ihr, warum ich mir Sorgen mache? Einige der größten Helden der Geschichte liegen hier begraben. Könige, Königinnen, legendäre Krieger. Wenn sie sich erhoben haben, ist es die Pflicht der Ash'Abar, sie zu töten. Und das wird nicht einfach werden. Okay, und kann ich da irgendwie helfen? Das könnt ihr. Ich halte hier Wache, um sicherzustellen, dass gewisse uralte Helden, nun sagen wir es einmal so, wenn sie von den Toten erweckt würden, gäbe es ein Problem. Nach allem, was hier geschehen ist, muss ich ihre Gräber überprüfen. Falls sie tatsächlich erweckt wurden, müssen sie wieder zur Ruhe gebettet werden. Okay, ich kann die Gräber gerne überprüfen. Vielen Dank. Es ist keine kleine Aufgabe, worum ich euch da bitte. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr einspringt. Die 3 Gräber, die ich überprüfen muss, gehören Wappenträgerin Rinar, Jokeda Rasul und Königin Afsar. Sie haben den Lauf der Geschichte geändert. Sie haben sich ihre Ruhe verdient. Ich verstehe. Ich markiere die Gräber auf eurer Karte. Ich würde mit euch gehen, aber ich muss Wache halten und dafür sorgen, dass sie nicht vorbeischlüpfen. Aber es gibt andere Ash'Abar, die sich euch anschließen können. Wollt ihr einen geschickten Schwertkämpfer oder einen, der sich mit Wiederherstellungsmagie auskennt? Ich würde eher einen Heiler nehmen. Heiler ist immer gut. Ich nehme den Heiler mit. Ihr müsst tapfer sein, wenn ihr mit diesen Helden die Klingen kreuzt. Aber keine Angst. Dieser Mann wird dafür sorgen, dass ihr nicht im Kampf fallt. Hab Hier Dank. liegen viele Helden begraben. Aber um diese 3 sorgen sich die Gelehrten der Ash'Abar am meisten. Sie waren im Leben sehr mächtig. Und die Gelehrten fürchten, dass sie im Tod besonders gefährlich sein könnten. Okay. Ja, Leute, also wir haben jetzt hier einen Heiler gekriegt. Ich finde das gar nicht schlecht, weil ich bin nur Lederrüstungsträger und dann kann ich ein bisschen auf Nahkampf gehen. Und dann werden wir uns das Ganze hier mal anschauen. Aber das machen wir natürlich wie immer in der nächsten Folge, Leute. Also erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut und bis denne dann.